Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute dreht sich alles um das Thema Parfüm und Düfte. Ich bin ein absoluter Liebhaber und kann selten bei der Drogerie oder auch in einem Parfümladen an neuen Düften vorbeigehen, ohne sie zu schnuppern oder sogar zu kaufen. Und heute möchte ich euch meine Favoriten für den Frühlingssommer vorstellen. Ihr seht, ich habe sie schon neben mir aufgebaut und wir gehen sie jetzt nach und nach durch. Als erstes möchte ich mit dem Michalski Berlin anfangen, in der Rosé-Gold-Variante. Ich habe dieses Parfum sicher schon 2 Jahre und mag es wirklich sehr. Ich habe es heute auch mir aufgesprüht. Es ist ein doch sehr schwerer Duft, aber gleichzeitig sehr feminin. Für manche wäre es vielleicht zu schwer für den Sommer, aber für mich nicht. Ich mag das, wenn der Geruch langanhaltend ist, das ist in diesem Fall auf jeden Fall. Das Flakon ist nichts Besonderes, es ist in Ordnung, aber sticht auf jeden Fall nicht raus. Und der Preis ist für den Duft wirklich angemessen. Als nächstes möchte ich euch einen Duft von Zara vorstellen. Der heißt Fizzy Pink und da gibt es eine witzige Geschichte dazu. Den habe ich mir circa vor einem Jahr gekauft. Da war ich mit meiner Schwester shoppen und habe mir eigentlich so bei Accessoires und Kleidung nichts gefunden. Sie war anprobieren und ich bin bei den Parfums gelandet, habe mich dort durchgeschnuppert und bin eben auf dieses gestoßen. Es ist ein sehr, sehr süßlicher Duft, auch nicht zu schwer. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei denen ein Standardsortiment ist oder ob sich die dort immer abwechseln, das habe ich noch nicht herausgefunden. Muss fairerweise sagen, das ist mein einziger Duft von Zara. Aber ich glaube, ich würde mir den wieder nachkaufen, wenn der mal leer gehen würde. Aber er ist noch relativ voll. Der Flakon ist sehr schlicht, vollkommen in Ordnung. Und Preis-Leistung war auch in Ordnung. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt kommt ein typischer Sommerduft in meinen Augen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es, es ist das Nivea Parfum. Riecht wirklich wie, wenn man sich mit Nivea duscht oder einschmiert. Hat einen sehr pudrigen Geruch, meiner Meinung nach. Ist ein sehr leichtes Parfum, was ich auch gerne mag. So für heiße Sommertage ist das wirklich ein super Parfum in meinen Augen und da trage ich es auch wirklich gern. Ich habe mittlerweile schon eine Reserveflasche, habe ich letztes Jahr von einer lieben Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen, freue ich mich sehr darüber. Ja, ich finde den Flakon nicht nennenswert, den Duft hingegen schon. Preis-Leistung, es ist schon lange her, ich glaube den habe ich vor 2 Jahren mir selbst gekauft. Und ich glaube, dass der relativ teuer war, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es direkt von Nivea ist. Aber sonst ein echt toller Sommerduft. Jetzt möchte ich euch gerne den Duft von Hugo Boss Ma Vie vorstellen. Es ist ein etwas schwererer Duft. Er riecht doch sehr stark und sehr eigen. Ich glaube, dass es manche gibt, die den vielleicht nicht so gut finden, aber ich mag manchmal sehr außergewöhnliche Düfte. In dem Fall ist der wirklich sehr angenehm zu tragen. Der Flakon ist meiner Meinung nach schlicht, edel, elegant, ganz in Ordnung. Es gibt schönere. Der Preis, Hugo Boss, glaube ich, brauchen wir nicht sprechen, ist natürlich dementsprechend teuer. Deswegen habe ich auch nur die 30 ml Variante probiert. Den Duft habe ich sicher auch schon 2 Jahre, finde ihn aber sehr gut. Und das ist auch ein Parfum, was ich genauso im Herbst und Frühwinter, ich sag mal so bis November, empfehlen könnte. Wirklich nett. Als nächstes Parfum möchte ich euch von Stephanie Giesinger das Moin Moin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, vorstellen. Das habe ich mir dieses Jahr im Jänner auf der Klo in Wien gekauft. Es hat mich sofort angesprochen, weil ich finde, dass es einen sehr frischen, teilweise sogar zitronigen Geruch hat, was mir sehr gut gefallen hat. Deswegen habe ich ihn auch mitgenommen.
Der Flakon, finde ich, ist lieb, schlicht gemacht. Fällt auf jeden Fall in der Parfumsammlung auf. Der Preis war vollkommen in Ordnung. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal drüber zu schnuppern, wenn man noch etwas anderes mal haben möchte. Der nächste Duft, den ich euch vorstellen möchte, ist Versace Bright Crystal Absolue. Ich weiß, da gibt es auch den normalen Versace Bright Crystal. Das ist in so einer helllilanen Flakonflasche. Ich muss sagen, ich habe den zu Weihnachten von meiner Mutter bekommen. Ich finde den absolut toll. Ich finde den Flakon wahnsinnig schön. Spricht mich sehr an. In der Parfümsammlung sticht er richtig heraus. Mag den Duft sehr gerne. Da er süßlich, aber doch stärker ist, wäre auch ein Parfum, was ich auf jeden Fall noch im Oktober, November tragen könnte. Im Winter wäre er, glaube ich, zu süßlich, aber für die Sommermonate und für den Frühherbst, Frühwinter vollkommen in Ordnung. Preis-Leistung, würde ich jetzt behaupten, ist auch nicht so schlimm. Kann ich euch aber auch gerne in der Infobox reinschreiben, wie die Preis-Leistungssituation ist. Da es ein Geschenk war, weiß ich es leider nicht. Auf jeden Fall für jeden zu empfehlen. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsduft. Das ist das Yob Miss Wild. Zum Flakon eine Masche mit Totenköpfen spricht mich eigentlich gar nicht an. Der Duft hingegen mein absolutes Lieblingsparfum. Ich mag es wirklich sehr gerne. Ungelogen ist das auch, glaube ich, schon meine 5. oder 6. Flasche. Preis-Leistung top. Es kostet nur 20 Euro. Also wirklich für alle, die Parfum wirklich gerne haben und auch gerne unterschiedliche Düfte haben, schnuppert an den. Ich liebe ihn wirklich. Dann möchte ich euch einen Duft von Betty Barclay vorstellen, Pure Pastel Mint. Ich weiß nicht, wann der rausgekommen ist, auf jeden Fall gibt es ihn noch nicht so lange, von mir soll es ihn 4-5 Jahre geben. Es gab da auch noch eine rosane Variante und eine gelbe Variante. Und mich hat am meisten die grüne angesprochen. Das ist mittlerweile auch meine zweite Flasche. Es hört sich vielleicht blöd an, aber so stelle ich mir Mintgeruch vor. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist ein sehr frischer Duft, ein leichter Duft. Ich weiß auch, dass er nicht so langanhaltend ist. Der Flakon Mint. Nichts Besonderes, aber ganz in Ordnung, passend zum Namen. Preis-Leistung weiß ich noch, war ganz in Ordnung. Also kein überteuertes Parfum. Und der Duft einfach gut. Und nachdem ich ihn schon das zweite Mal habe, das spricht für sich. Jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu dem absoluten Sommerparfum. Es kennt wahrscheinlich jeder. Jill Sander Sun. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen. Wenn das nicht Sommer schreit, welcher Duft tut es dann? Ich finde den stark, angenehm, gleichzeitig doch leicht, ein absolutes Must-Have für den Sommer in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht habt ihr einen komplett anderen Geschmack oder einen Duft, den ihr mit Sommer verbindet. Wenn ihr einen anderen Duft für ein Sommerparfum habt, außer Jill Sander Sun, dann schreibt mir das doch bitte mal. Ich würde mich gerne durchschnuppern, vielleicht finde ich ja noch einen zweiten, dritten Duft, den ich genauso wie diesen Duft für Sommer empfinde. Ich glaube, ich kenne niemanden aus meinem Freunden- und Bekanntenkreis, die das nicht als absolutes Sommerduftparfum sehen und auch sich jedes Jahr wieder nachkaufen. Und es muss einfach im Sommer ab und an getragen werden. Und ich würde es auch zum Beispiel nie in den Herbst und Winter tragen. Das ist wirklich ein reines Parfum für den Sommer. Eine absolute Empfehlung und wenn ihr es noch nicht kennt, dann bitte schnuppert es einmal. Für alle, die Jill Sander Sun sehr gerne haben, habe ich noch ein weiteres von Jill Sander Sun und zwar das Shake.
Ich finde es so schön, weil es dann milchig wird und das einfach eine coole Idee ist. Und der Duft zudem ist, ich spanne es mal auf, es hat auch sehr einen budrigen Geruch, aber zusätzlich hat es noch eine gewisse Frische wie Grapefruit oder Zitrone. Es hat auf jeden Fall nicht nur diesen typischen Chilsander pudrigen Geruch, sondern eben auch noch eine gewisse Säure, was ich für den Sommer einfach gut finde. Ich mag es, wenn es frische Düfte sind, blumige Düfte sind, auch ein bisschen pudrig riechen. Ich finde das für den Sommer einfach angenehm, weil wenn man zum Schwitzen anfängt, was wir ja alle tun, dann riechen manche Parfums, die zu schwer sind oder zu intensiv sind, einfach nicht mehr gut. Und so blumige, pudrige Düfte, finde ich, sind im Sommer einfach am angenehmsten zu tragen. Wisst ihr das? Also, wer das noch nicht kennt, schnuppert mal. Und zu guter Letzt möchte ich euch, es steht zumindest da unten, ein limitiertes Produkt von Primark vorstellen. Ich kann euch leider gar nicht mehr den Namen sagen. Ich habe es mir irgendwann einfach mitgenommen, weil ich es relativ gut fand. Es ist sehr stark. Ich habe das eigentlich schwächer in Erinnerung. Ah, jetzt, wo es verfliegt, ist es ein bisschen leichter. Ich muss auch ehrlich sagen, da hat mich die Verpackung sehr angesprochen. Ich habe das sehr süß gefunden, dieses rosé-goldene Herz. Das war ein sehr günstiger Duft. Ich glaube, für den habe ich vielleicht 4 Euro bezahlt. So typische Primark-Preise eben. Muss aber dazu sagen, diese Düfte von Primark haben mich schon sehr verwundert. Der ist für mich ein schöner Sommerduft. Es hat auch was Zitroniges mit sich. Den habe ich mir letztes Jahr gekauft. Wie gesagt, der Flakon einfach süß. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Preis-Leistung top. Das sind noch immerhin 50 Milliliter. Natürlich ist es nicht so langanhaltend wie Markenparfums, aber das ist im Sommer manchmal auch nicht schlimm, weil ich das auch mag, wenn es manchmal verfliegt und eben nicht so schwer aufsitzt. Ja, wie gesagt, ich mag es sehr gerne. Und was man auch dazu sagen muss, ich habe ein Parfum, ich glaube, das ist aber ein Standard-Sortiment-Parfum, das heißt PS Love. Da habe ich, glaube ich, schon die 2. Flasche von dem Parfum gekauft. Das kostet aber auch nur 4 oder 5 Euro. Auf das werde ich so oft angesprochen, mehr als auf jedes teure Parfum. Was mich sehr schockiert, also wirklich dieses PS Love Parfum, was ich habe, ungelogen bin ich sicher schon 5-6 Mal auf das angesprochen worden, wo ich mir erhofft habe bei einem anderen Duft, für den ich vielleicht 50 bis 70 Euro ausgegeben habe, ach, der wird alle umhauen und da werde ich so oft gefragt werden. Nein, es ist dieses 4-5 Euro Parfum von Primark, was anscheinend so stark duftet, mir selber gar nicht so auffällt, dass ich so oft angesprochen wurde, dass ich richtig fasziniert bin und verwundert bin, was für Stoffe da drinnen sind, dass es die Leute so anspricht, dass man mich anspricht und fragt, was trägst du für ein tolles Parfum? Also, wie gesagt, nicht immer ist teuer automatisch gut. Das beste Beispiel ist dieses Parfum, dass man auch mit billigen Parfums eine super Wirkung erzielen kann und man genauso auch so No-Name-Parfums kaufen kann, um einen guten Duft zu haben, auch für ein kleines Geldbörserl im Budget. So, meine Lieben, das waren meine Duftlieblinge für den Frühlingssommer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch irgendwo wiedererkannt. Schreibt mir bitte mal gerne, was eure Duftlieblinge für Frühlingssommer sind. Ich würde gerne andere Sachen auch austesten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!